wenn am 6. die nächste PS5-Konferenz sein sollte, machst du einen Stream? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich leider eher nicht. Obwohl, doch, vielleicht. Ah, das kann ich noch nicht sagen. Das wird wahrscheinlich relativ spontan entschieden. Ich glaube, ich habe gerade meine Einfahrt verpasst. Nein, das Skateboard ist zu schnell. Dabei ist es erst auf Geschwindigkeit 5. Ich könnte es noch auf 10 boosten. Und das mache ich auch. Irgendwann bestimmt noch. Brauche nur noch die Tutat. Wow! Cool. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, die Quest ist jetzt nicht verbuggt, weil ja das erste Buch mal gelöscht wurde. Ihr erinnert euch vielleicht. War ein riesen Hin und Her, keine Ahnung. Aber wird schon passen, oder? Receiving Transmission. Wow. Hallo, mein Junge. Jetzt ist es also soweit. Du hast alle Fleur-de-Lis gefunden. Ja, und es war ein ganz schönes Stück Arbeit. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und deine Arbeit soll belohnt werden. Ich erzähle dir jetzt, was es mit den Fleur-de-Lis wirklich auf sich hat. Verdag, danke fürs Folgen, fürs Subscriben. Fürs... Ach, voll Crusader, danke fürs Abo verschenken. Ich sehe sie aber erst zu spät. Yeah! Hat insgesamt 20 Abos schon verschenkt auf dem Kanal der vollen Crusader. Vielen Dank, das ist super cool von dir. Okay. Genau. Als vor 300 Jahren die ersten Franzosen nach Louisiana kamen, brachten sie auch die Fleur-de-Lis mit. Denn die Lilie war eines der wichtigsten Symbole der französischen Monarchie. Das ist zumindest, was man sich gemeinhin erzählt. Nur ist das nicht ganz richtig. Jetzt bin ich aber gespannt. Das Fleur-de-Lis ist... Ich weiß leider nicht genau, wie man das ausspricht, aber ich bleib bei Fleur-de-Lis, das klingt ganz gut. Das Fleur-de-Lis ist ein heiliges Symbol, das ursprünglich aus einer weit entfernten Galaxie stammt. Und zwar von... Alpha Pi Celsius, dem 6. Planeten des Sonnensystems... Ah, was ist denn das? Ein Epsilon. Epsilon durch... Keine Ahnung. Wasserstoff mal Omega. So heißt das System wahrscheinlich. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Verdag! Dankeschön fürs Abos verschenken hier. Ohne Ende. Yeah! Die große Apokalypse. Cool. Dankeschön. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Unsere Zivilisation ist wesentlich weiterentwickelt als eure. Wir haben bereits Handel mit anderen Sonnensystemen betrieben, als die Erde noch ein Ball aus kochender Lava war. Doch jede Zivilisation bringt unweigerlich Konflikte hervor. Aus Konflikt wird Kampf und aus Kampf wird Krieg. Ich spreche hier von einem pangalaktischen Krieg, York. Zahllose Planeten, nein, die gesamte Galaxie wurde ausgelöscht. Danach gründeten wir die Galaktische Allianz und unterzeichneten ein Abkommen, das ewigen Frieden garantieren soll. Und um zu verhindern, dass sich unsere Fehler andernorts wiederholen, wurde beschlossen, primitive Planeten mit weniger entwickelten Zivilisationen unter Beobachtung zu stellen. So wie diesen Planeten, den ihr Erde nennt. Wir befinden uns schon seit langer, langer Zeit unter euch. Wir haben euch beobachtet und an verschiedenen Orten unsere Symbole hinterlassen. Die Fleur-de-Lis sind sozusagen unsere Beobachtungsberichte.
Jedes davon beinhaltet eine Vielzahl gespeicherter Informationen. Leider ist mir neulich ein Missgeschick unterlaufen. Ein Teil der Daten, die ich an mein Kontaktschiff hätte senden sollen, ist verloren gegangen. Das ist mir auch passiert. Bei mir sind auch plötzlich zwei Bücher verloren gegangen. Daher war es notwendig, die Koordinaten des Symbols neu zu erfassen. Oder der Symbole. Das ist der Grund, weshalb ich dich auf die Suche nach den Fleur de Lys geschickt habe. Du kannst mir glauben, oder nicht, es liegt ganz bei dir. Es ändert jedenfalls nichts daran, dass du uns einen großen Dienst erwiesen hast. Hier, das ist ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Du hast es dir redlich verdient. Glücksbringer. 40 Gegenstände darin Platz haben. Ah, eine Inventarerweiterung. Oh ja, okay. Ja, ich habe mir jetzt was Abgespacederes überlegt. Erhofft, erwartet. Ich meine, er ist höchstwahrscheinlich nicht wirklich ein Alien. Ist schon klar. Aber cool wär's, wenn er doch irgendwas wirklich Abgespacedes hätte. Ich meine, okay, ein Talisman, der uns ermöglicht, mehr Sachen mit uns rumzuschleppen, ist, wenn man es mal realistisch betrachtet, eh schon ziemlich abgespaced. Insofern, okay. So, jetzt muss ich die Daten, die du gesammelt hast, nur noch an das Kontaktschiff senden. Ich muss mich kurz... Entschuldigung. Piep. Piep, piep. Piep, 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 piep. Ich muss sagen, ich bin ziemlich baff, Zack. Wenn das wirklich stimmt, was er sagt... Dann ist Louis ein Außerirdischer aus einer fernen Galaxie. Die Art und Weise, wie er uns belohnt hat, übersteigt das Menschenmögliche. Ja, aber was beweist das schon? Versuchen wir mal, Louis aus der Perspektive eines Profilers zu betrachten. Immerhin ist es dein Job. Solltest du gut können, den durchschauen können. Seine durchdachte und selbstsichere Ausdrucksweise, seine spleenige Persönlichkeit, die geradezu dafür gemacht scheint, meine Neugier zu wecken, die Art, wie er Leute mit versprochenen Belohnungen manipuliert, all das deutet auf eine weitere mögliche Erklärung hin. Denn Louis weist alle Merkmale eines idealtypischen Betrügers auf. Dazu kommt natürlich noch die Tatsache, dass er einen Reiseführer für Louisiana in der Tasche stecken hat. Wir werden vermutlich nie die ganze Wahrheit erfahren. Aber was soll's, Zack? Es gibt auf dieser Welt nicht für jede Frage eine Antwort. Immerhin haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Genießen wir gemeinsam das Erfolgserlebnis. Der Weltall. Unendliche Weiten. Ich glaube, die Blende wäre nachts cooler gewesen. Aber gut. Erweitert das Etui. Macht das das jetzt automatisch oder muss ich das irgendwie erst an meinem Voodoo-Baum hängen? Können wir gleich mal schauen. 40. Um 10 erhöht. Naja, meinetwegen. Jetzt rede ich mal nochmal mit ihm, weil ganz oft haben die noch mehr Quests und ich übersehe es immer. Die Friedhöfe in dieser Gegend sind wirklich schön. Findest du nicht? Okay. Nö. Tschö. Ah, au. Tschö. Ach, verdammt, ich fahre in die falsche Richtung. Auch wurscht. Oh nein! Doch nicht. Wow! Quantenglitch-Sprung durch den Zaun. Cool. Dann muss ich speichern. Falsche Taste, schnell. Gut. Irgendwann mache ich eine Glitch-Compilation zu dem Spiel. Hab schon einige. Hab schon einige auf der hohen Kante.
Okay, jetzt schnell auf ins Polizeirevier, damit wir endlich die Bienenquest abgeben können. Hi Gary! Hallöchen! Warum muss ich denn das gerade? Das ist ja komisch. Der Kommentar wurde gerade, Retro Gamer, der Kommentar wurde mir gerade angezeigt als, möglicherweise irgendwie, weiß ich nicht, verboten. Und markiert hat er binär. Was ist denn, in welcher Sprache ist denn binär? Also binär Glitch Compilation. In welchem Universum ist das denn irgendwie offensive? Würde mich wirklich interessieren, was er da erkannt hat in binär. Komisch, oder? Egal. Wird schon in irgendeiner komischen Sprache irgendwas Komisches bedeuten, das mein komischer Verstand komischerweise nicht versteht. Wo ist denn bitte Marvin schon wieder? Wann fängt denn der seinen blöden Dienst an? Seinen komischen Dienst, möchte man fast sagen. Sehr komisch. Es gibt neue, echt interessante und coole Gerüchte zum Thema Resident Evil 8. Da spitzt sich die Informationslage zu. Wenn die Playtester, die da ausgeplaudert haben, wirklich Playtester sind, wenn die echt sind, klingt das nach einem möglicherweise sehr fantastischen Spiel. Ich mache da ein Video dazu, wo ich die ganzen Aussagen genau zusammensammle. Aber im Grunde klingt das Ganze so ein bisschen wie eine komplett reimagined Neuauflage von Resident Evil 4. Samt Händler und Ganado-ähnlichen Gegnern, und das klingt alles sehr, sehr fantastisch. Ihr wisst ja, dass ich nicht der größte First-Person-Fan bin, wäre mir in der Third-Person lieber. Aber da kommt ja dann sogar nochmal wirklich das Resident Evil 4 Remake. Wahrscheinlich. Wenn es denn wirklich stimmt, die Gerüchte, dass das in der Mache ist. Alles nur Gerüchte, die man am besten kalt serviert. Es ist 9. Es ist Samstag. Es ist Samstag. Vielleicht arbeitet Marvin am Wochenende nicht. Dass wir ihm diese blöde Bienenquest einfach nicht abnehmen können. Das gibt es doch nicht. Dann müssen wir jetzt bis Sonntag warten. Vielleicht, ich schau mal, ob ich genug Zigaretten habe. Dann werde ich einfach... Paul Crusader, dankeschön für die Bits. Das Bitglas wird wieder gefüllt. Die Abos haben es leer gesprengt. Ach komm, noch einmal, weil es so schön ist. Give him the bits. The bits. The bits. The bits. The bits. The bits. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Genau, gut, dass du schreibst, Verdauk. VR ist nämlich laut den Leaks soll VR unterstützt werden. Ich bin gespannt, ob Sony dann wirklich passend zur PS5 noch eine PlayStation VR 2 bringt. Vielleicht wird PlayStation VR auch mit der PlayStation 5 kompatibel sein. Kann ich mir gut vorstellen, theoretisch. Das Spiel soll auch noch für die PlayStation 4 rauskommen, was aber nicht sehr verwunderlich ist. Die ersten Jahre wird so gut wie alles für die alten und die neuen kommen. Insofern, ne, das ist wahrscheinlich relativ logisch. Ganlief oder so, danke fürs Followen und hi, willkommen. Und hallo Metatron. So, da. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, genau, ich wollte schauen, ob wir Zigaretten haben, damit wir einfach vielleicht bis Montag hier stehen und rauchen. Weil warum eigentlich nicht? Dafür habe ich nicht genug extra starke Zigaretten. Aber die wir haben, benutze ich mal.
Ah, vielleicht habe ich einen Schlafsack. Da muss ich mal gucken. Da könnten wir nämlich auch einfach draußen übernachten. Vielleicht erkälten wir uns dann, aber ist ja nicht so schlimm. Zach, I can't go on. We need to eat something. At this rate, I'll be the first FBI agent to die of hunger while on duty. I'd prefer not to go down and... Oh, er verhungert gleich. Ich habe leider gar nichts zu essen dabei. Ja, wo ist jetzt sein Laden, wenn man ihn mal bräuchte? Der Marvin, immer. Immer auf Achse. Nie da, wo man ihn wirklich braucht. Typisch Polizei. So, wo, wie, wann? Ich gehe in die Kegelhalle. Da können wir was essen. Da können wir uns, glaube ich, auch Zigaretten kaufen. Vielleicht sogar einen Schlafsack. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber wer weiß. Oh Gott, die haben die Framerate tatsächlich gefixt. Die ist besser. Aber immer noch nicht besonders spielbar in der Open World. Muss man schon sagen, leider. Aber whatever. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal rauchen, bis der Laden hier wieder aufsperrt. Zach, it appears to be clear. Let's come back. Ich meine, warum darf sie denn schon reingehen und ich noch nicht? Ja gut, ich meine, sie ist Stammkundin und so, ne? Die PS5 wird ja zumindest... Ich glaube, das ist offiziell bestätigt, oder? Dass die PS5 zumindest, was die PS4 angeht, abwärtskompatibel sein wird. Es gibt da Gerüchte aufgrund eines ominösen Patents, dass die Abwärtskompatibilität vielleicht sogar noch viel weiter geht. Aber das sind nur Gerüchte. Aber Abwärtskompatibilität zur PS4 ist ja bestätigt. Insofern würde ich schon auch erwarten, dass auch das Equipment benutzt werden kann, abwärtskompatibel ist. Und dazu gehört natürlich schon auch PlayStation VR. Ob das dann natürlich die neuen PS5-Spiele unterstützt, ist wieder eine ganz andere Frage. David ist hier. Auch, okay. Jetzt müssen wir hier kurz mit dir reden. Wegen einer Quest. Wegen einer Hauptquest, glaube ich. Oder? Hä? Ich kann bei ihr einfach bestellen. Das ist gut. Oh, dann essen wir mal unser neu freigeschaltetes Gericht Jambalaya FBI, das perfekt satt macht. Genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Ja, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen jetzt schon erfahren. Vielleicht eben schon in der nächsten Woche. Weil wenn der Launch wirklich jetzt nicht verschoben wird und noch Ende des Jahres kommt... Dann ist nicht mehr. So viel Jahr haben wir nicht mehr übrig. Also. Ja, das kennen wir ja schon. Ich überspringe das mal. Ach so, warte mal. Zigaretten. Zigaretten kriege ich hier drin anscheinend doch nicht, oder? Aber draußen gibt es bestimmt irgendwo Automaten mit Zigaretten. So.
Schlafsack wäre natürlich noch besser, aber ich glaube, da müssten wir ins Hotel und dann kann ich auch gleich im Hotelbett schlafen, was wahrscheinlich die sinnvollste Alternative wäre, bevor wir jetzt hier irgendwie ewig lang vor uns hin rauchen. Geht wahrscheinlich anders besser. Naja, dann machen wir das halt. Dann fahren wir halt ins Hotel. Und warten da bis Montag. Marvin hat uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Warte mal, da fahren wir schnell mit dem Skateboard. Ich glaube, das geht schneller als die Ladezeit mit Wyvern. Das wäre so ein cooles Feature, wenn man einfach nur, wenn man mit dem Skateboard quasi gegen Türen fährt, dass man die dann automatisch betritt. Dass das dann als, ich will dieses Gebäude betreten, gilt. Dass man nicht extra absteigen und dann Knopf drücken muss, sondern einfach mit dem Skateboard dagegen fahren heißt, ich komme rein. Und dann lädt's und dann springt die Tür auf und er kracht mit dem Skateboard in den Raum. Aber dafür bräuchte das Spiel halt ungefähr das doppelte Budget für solche Szenen wahrscheinlich, für solche Mechaniken. Okay, schlafen wir mal schnell. Gemütliche 24 Stunden. An Death Stranding muss ich auch öfter denken. Ich hätte da auch tatsächlich wirklich Bock, bei meinem Savegame nochmal weiterzuspielen. Weil es gibt noch ein paar Nebenquests, die ich nicht erledigt habe. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich machen könnte. Ich habe es jetzt zweimal durchgespielt. Einmal privat eben sehr umfangreich, aber noch nicht zu 100% perfekt. Aber ich habe halt genug oder viel andere Spiele, die ich schon lange mal spielen wollte. Oder die ich auch unbedingt mal wenigstens fertig spielen will. Deswegen steht das jetzt einfach hinten an. Aber das gefällt mir schon echt sehr gut. Ziehen wir mal den Hitman-Anzug an. Und reinigen unseren... Hör, die sind alle so gut wie neu. Aber der Anzug, den ich jetzt anhabe, stinkt doch. Naja, egal. Zum Beispiel. Aber ich hab's ja schon gesagt, Final Fantasy 7 steht auf meiner Liste, aber halt nicht ganz weit oben. Aber schon. Schon alleine wegen deiner zweckgebundenen Spende beim letzten Mal. Ich hab's nicht vergessen. Wie gesagt, spätestens beim nächsten 24-Stunden-Stream wird dann Final Fantasy 7 ausgepackt, würde ich sagen. Aber jetzt, wir essen erst. So, dann müssen wir wieder die längste Wartezeit, Ladezeit der Welt auf uns nehmen. Die Ladezeiten, wenn man die Open World betritt, sind schon auf Dauer echt nervig, ey.